Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Faith. Und beim letzten Mal haben wir eine kleine Krise überstanden. Aber jetzt ist wieder alles ein bisschen besser. Jetzt müssen wir halt nur schauen, wie es hier weitergeht, ne? Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal nach Hause. Was ist schon 21 Uhr? Also ich meine, es ist Freitag, es ist jetzt nicht so dramatisch eigentlich. Aber unsere Family braucht uns bestimmt. Immerhin haben wir zwei kleine Kinder. Ich musste gerade überlegen, wo wir wohnen. Ne, wir nehmen Marlin jetzt nicht mit. Cosmos zurück! Ich spiele 100 Stunden die Sims 4. Ich glaube, ich spiele schon länger. No! Pebbles, die Prinzessin, ist doch weg. Egal, vielleicht fixen die das ja noch. Ich lasse es da jetzt einfach hängen. So, wir gehen jetzt zu Cosmo. Es ist alles gut, mein Schatz. Wir haben dich vermisst. Und du stinkst. Sag mal, wenn du pinkeln musst, wie wär's, wenn du pinkeln gehst? So, also, ist nur so eine Idee. Okay, er kann doch nicht auf Töpfchen gehen. Dann kann Mama dir das bestimmt beibringen. Ach, ihr seid süß. Ah, okay. Der Eltern-Lifestyle back at it again. Eww. Einfach ein schönes Leben hier. Sag mal, du kannst deine Tochter auch schon ins Bett bringen, ne? Nur so. Also, okay, sie ist ein Stinkmaus. Aber YOLO. Kann sie auch. Können wir auch morgen. Ach, scheiß drauf. Machen wir morgen. Wahrscheinlich kackt sie sich bis dahin dann nochmal richtig ein. Aber egal. Dinge passieren. Jetzt benutzt er die Windel, weil Mutter zu langsam ist. Also, ist schon wieder ein Traum. Egal. Sie geht danach trotzdem noch mit ihm aufs Töpfchen. Ob er will oder nicht. Morgen hat Raya Geburtstag. Süß. Diese 1000 Blumen, die hier rumliegen, machen mich auch ein bisschen fertig. Er möchte ein 2-Sterne-Promi werden. Ja, klar. Ist ein ganz normaler Wunsch. Okay. Anscheinend ist Raphael ein bisschen wild. Deswegen ist hier auch eine tolerante Dynamik. Na gut. Sag mal, ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Warum ist er eigentlich gar nicht müde? Ich cheat dir das runter. Schlafen ist schon eine wichtige Sache. Er hat Level 2 der Täppchenfähigkeit erreicht. Das heißt, er kann selber Kaki machen. Es ist 2:30 in der Nacht und alle sind im Kinderzimmer. Also, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Setz das Kind jetzt ab. Mitten in der Midlife-Crisis hat Marley beschlossen, dass Robotik sein Ding ist. Noch mehr random geht nicht, ne? Naja, wenn sie jetzt eh schon wach ist, dann können wir ja auch nochmal ihre Windel wechseln. Sie kann lachen. Danke, dass du mich nochmal angepisst hast. Geh jetzt einfach schlafen. Sie geht dann auch mal um 4 Uhr nachts schlafen. Was passiert mit mir? Überaufwecken belehren. Okay, geht nicht. Wieso bist du jetzt wach? Geh schlafen. Ich möchte doch einfach nur, dass alle mal kurz schlafen. Wir waren einfach die ganze Nacht wach, Alter. Vielleicht ist die Krise doch nicht vorbei. Raya, hör auf, wach zu sein. Schlaf. Faith, wieso bist du jetzt schon wieder wach? Oh no! Ja, aber ich meine, wir haben es schon lange erwartet eigentlich, ne? Och man. Tschüss. Ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber wir können es jetzt wieder richtig hinstellen. Es tut mir so leid. Okay, Raya ist wach. Und möchte jetzt gefüttert werden. Wir schmeißen keine Party für sie. Ja, ne? Ich meine, ihr seid jetzt nicht komplett ausgeschlafen, aber vielleicht nutzt ihr die Zeit ja mal ganz kurz, um schon mal aufzustehen. Erdbeerkuchen, das ist. Der Spiel hat gerade geruckelt. Ich speichere erstmal. Also, ich habe ja keine Lust auf irgendwelche Problems, ja? Ein Storch hat uns ein Geschenk dagelassen. Süß, aber... Aber haben die jetzt echt nochmal ein Kind bekommen? Nee. Vadim meinen die einfach nur. Hä? Wir haben doch Vadim schon kennengelernt. Trotzdem süß. Warum fetzt ihr euch denn? Keine mehr. Also Marley könnte ja... Ich weiß nicht, ob er genug Platz dafür hat, aber er könnte das vielleicht umbauen. Wenn dafür genug Platz ist. Level 5 der Kochfähigkeit. Juhu. Wir haben heute noch nicht gedreht. Das müssen wir noch machen. Ein Moment. 47. Bitte keine Scheiße, bitte. Nur zu Simstagram. Das ist ja easy. Da komme ich mit klar. Zu Simstagram Story hinzufügen. Let's go. Juhu. Das geht nicht. Nein. Wir können keine schlechte Qualität. Nein. Und das scheint zu funktionieren. Sehr schön. Nein. Also... Bitte. Es soll schon zumindest ein okayer Kuchen sein. Weil sonst, also ich glaube, dein Kind hasst dich sonst. Oh, der sieht nicht besser aus. Girl, was ist dein Problem? Mach doch einfach einen vernünftigen Kuchen. Nein, ihr seid nicht streng. Oha, gibt's ja nicht. Aber Raya ist gerade am Schlafen, egal. Also das müssen wir hier noch umstellen dann gleich, ne? Aber an sich, juhu. Ein Bett. Happy Birthday to you. Süß. Warum leckt es jetzt schon wieder hier so? Naja, dann schauen wir mal, was hier raus geworden ist, wa? Also, 1, 2, 3. Neugierig. Woo! Oh, Mausi. Oh, ich glaube, ich lasse die Frisur sogar. Dann machen wir einen kleinen Ausflug in den Creator-Sim. Oh, ist sie süß. Ich habe heute keine Lust auf Zeitraffer. Ich glaube, ich lasse das sogar so. Süß.
Wie kann man denn so cute sein? Entschuldigung, dass ich so ausraste. Ich habe vergessen, was für eine Jahreszeit ist. Wie wäre es einfach mit sowas? Dann kriegt ihr natürlich eine Leggings darunter. Cutie! Die Röcke sind immer so kurz irgendwie. Also da muss ich einfach eine Leggings oder sowas drunter ziehen oder eine Strumpfhose, weil... Also in Real Life würde ich mein Kind so auch nicht rauslassen. Aber trotzdem bist du eine ganz süße Maus. Süß. Oh mein Gott, ich liebe dieses Outfit. Es ist so süß. Das würde ich halt literally so tragen. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber es sieht einfach so cute aus. Yeah, Void Critter. Du kleine Süßmaus, wirklich. Ich habe eine kleine Süßmaus erstellt. Dann gehen wir noch ganz fix in den Baumodus. Das hier brauchen wir nicht mehr. Mal gucken, ob sie dann noch ins Bett kann, aber ich hoffe schon. Süß. Das gefällt mir sehr gut. Dann war es das auch schon. Sag mal, Cosmo. Nein. Marley hat einfach gar keinen Spaß in seinem Leben, ne? Schade, Marmalade. Und sie braucht noch Forschen- und Debattieren-Fähigkeit. Dann soll sie sich darum mal kümmern. Weil dann könnte sie befördert werden am Montag. Und du bist jetzt ein bisschen blub, weil du Zucker gegessen hast. Same. Sie ist erst am Anfang von dem Level. Oh mein Gott. Ja, das wird ja Spaß machen. Eww! Hör auf damit! Dieser Anruf. Weißt du was? Also, wir haben ja eh noch was vor. Warum eigentlich nicht? Also ich behaupte mal, beim nächsten Mal könnte man vielleicht was vorhaben. Im nächsten Part. Ja, also sie braucht ein bisschen länger, bis sie diese Fähigkeit erreicht scheinbar. Diese ganzen random Pflanzen hier, ne? Können die natürlich auch erstmal anpflanzen, weil dann kriegt sie Fähigkeit. Und ich glaube, es macht ihr auch Spaß, soweit ich weiß. Wäre doch mal eine Überlegung wert. Raumfahrttechnik ist sein Ding. Suddenly ein Geek geworden. Einfach hübsch hier. Naja, die Gartenfähigkeit brauchen wir in Salvadorada zumindest auch. Also es ist nicht komplett unnötig. Und es sind alle friedlich am Schlafen. Wow! Gibt's ja gar nicht. Raphael hat heute Geburtstag. Was für ein geburtstagslastiges Wochenende. Schon Hamburgerkuchen, oder? Man gönnt sich ja sonst nichts. Und das war direkt gut. Jawohl. Und da jetzt keiner gerade ihre Hilfe braucht, kann sie ja dann auch gleich nochmal ein bisschen debattieren üben. Forschen und debattieren ist jetzt auch sein Ding. Vielleicht sollten die mal zusammen debattieren gehen. 9. Feinde dich mit jemandem an. Guck mal, die mögen wir sowieso nicht. Er wünscht sich auch von ihr nicht gemocht zu werden. Perfekt. Ey, das ist ja alles schon wieder... Sie möchte lieber nicht kommen. Das finde ich nicht in Ordnung. Was ist hier mit dem Fenster passiert? Also, wenn sie nicht kommen möchte, dann muss ich sie leider zwingen. Och Mensch, was macht sie denn hier? Wir können doch einfach instant kämpfen. Komm, wir rasten aus. Es geht am schnellsten. Guten Morgen, Geburtstagskind. Und wie läuft euer Kampf? Frage für mich. Lass dich nicht von der Oma verprügeln, jetzt mal ehrlich. Ja, sehr schön. So, tschüss, man sieht sich. So, und ihr könnt ja mal eben spazieren gehen. Ist vielleicht auch mal ganz schön. Eine unserer Katzen hat hier ein Geschenk dagelassen. Ein Spekonium. Toll. Ja, komm. Kerzenhilfe. Let's go. Oh, dir wünsche ich auch alles Gute zum Geburtstag. Cute. Okay, okay, okay. 1, 2, 3. Kreativ. Dann können wir ihm ja auch dieses Kreativitätsding geben. Speichert ganz schön lange. Oh, hat sich wieder gefangen. Alles gut. Wie gesagt, ich habe heute keine Lust auf einen Zeitraffer. Deswegen machen wir das ja alles ganz entspannt. Er hat einfach Lippenstift drauf. Diesen Skin finde ich an sich süß. Kann er gerne haben. Die Lashes finde ich ein bisschen übertrieben, though. Also er kann gerne welche haben, ne? Aber nicht so. Und die Frisur, also das geht nicht. Ich finde die Frisur eigentlich ganz cool. Also weil die Art und Weise, das ist ja schon kreativ. Das passt dann vielleicht irgendwie dazu. Aber ich muss hier auch nochmal das hier randomisen, you know, damit wir wissen, was ist er denn überhaupt für ein Typ. Okay, er mag blau. Er mag nicht Jazz. Er mag idealistische Sims. Er mag Smalltalk und er hasst singen. Sehr interessant. Aber dadurch, dass er kreativ ist, würde ich auf jeden Fall sagen, dass er einen eher bunten Stil hat, sag ich mal. Sich vielleicht auch mal was traut, was nicht jeder tragen würde. Süß. Ich wusste nicht, dass ich sowas habe. Cute sieht er aus. Ich bin Fan von ihm. Aber Bro, du musst keinen Lippenstift tragen. Du bist literally 6. Ich habe nichts dagegen, wenn Jungs Lippenstift tragen, aber nicht mit 6. Er sieht so süß aus. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Also ich bin ja so gespannt, mit wem wir dann weiterspielen, weil ich glaube, beide werden so cute aussehen, wenn sie dann auch Teenager sind. Ich komme jetzt schon nicht klar. Deswegen, ich bin froh, dass ich dann das nicht entscheiden muss, weil ich könnte mich niemals entscheiden. Yeah! Das sieht so cozy aus. Ich lieb's. Das finde ich so cool. Schwimmkleidung, ganz easy. Ich lieb den Fuchs. Ach, süß bist du. Ach, ich bin so ein Fan. Speichern. Müssen wir noch ganz kurz nochmal in den Creative Sim. In den Baumodus hocken. Hocken vor allem. Hoppen.
Mann. So, also wir wissen jetzt ja, dass er blau mag. Vielleicht können wir das Ganze dann so ein bisschen blau und gelb machen, anstatt grün und gelb. Ich meine, das ändert sich ja auch im Leben manchmal ein bisschen, welche Farben man toll findet. Deswegen fände ich das vielleicht ganz cool. Ich hasse dieses Holz, aber für ihn passt das vielleicht gerade ganz gut, weil dann müssen wir das Gelb nicht aufgeben. Und er mag ja blau. Was halten wir davon? Süß. Oh mein Gott, diese Kommode fühle ich zu 1000% bei ihm. So, dann kann er sich auch kreativ ausleben. Okay, das finde ich richtig süß so. Doch, das ist doch cool. Also, es hat auf jeden Fall sehr viel Personality, dieser Raum. Da bin ich Fan. Dann nimm dir ein Stück Kuchen. Also, du möchtest auf jeden Fall zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Er mag auch zocken, gerne. Deswegen soll er jetzt mal nachdenklich duschen und dann kann er ein bisschen malen. Komm, du erreichst das Level noch. Jawohl. Sie hat einen tiefen Schlaf und sie liebt die Wegzeit. Klingt sehr angenehm. Cosro! Oh mein Gott. Sie liebt Wasser. Süß. Da hat jemand aber Hunger. Ich würde an der Stelle dann aber auch den Part beenden. Mal wieder zwei Geburtstage. Aber ja, beim nächsten Mal feiern wir Hochzeit. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir die Hochzeit feiern sollen, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich werde es berücksichtigen. Ansonsten sehen wir uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!